Kikeriki! Ach, nur noch 75.000 Tage in diesem Rattenloch. Ist ein Schlachter in unserer Zelle oder träume ich immer noch? Natürlich nicht, Joe. Das ist doch nicht echt. Ach, nicht echt? Letzte Nacht hatte ich einen ziemlichen Hunger und da habe ich das gemalt. Schick, hä? Würstchen! Ja! Averill, deine Malerfähigkeiten werden uns zur Flucht verhelfen. Hast du alles verstanden? Du malst eine Wand an das Tor und ein Tor an die Wand. Die Wachen bewachen das falsche Tor und wir fliehen durch das richtige Tor. Wir öffnen das Schloss in der Wand, die eigentlich das Tor ist. Verstanden? Zeig uns, was du drauf hast. Ich mag's nicht, wenn man mich beobachtet. Das macht mich nervös. Eure Rücken beobachten mich immer noch. Gut, wir gehen. Aber mach's anständig, so wie die Würstchen in unserer Zelle, ja? Na schön, so wie die im Schlachterladen. Was hast du dir dabei gedacht? Ich hab gemacht, was du gesagt hast. Du Hornochse! Du solltest eine Wand ans Tor machen und ein Tor an die Wand. Das machst du heute Nacht nochmal. Denk dran, wir wollen ausbrechen. Wir wollen ausbrechen. Oh, Würstchen. Ups, alles klar. Ich komm dann mal wieder, wenn der Laden aufmacht. Graffiti? Dieser Schmierfink beschmutzt meine Gefängnismauern. Aber nicht doch. Er ist ein Künstler. Lassen Sie ihn ruhig malen. Ein Künstler? Aber das ist perfekt. Aber ja, ich liebe die Kunst. Also das glaube ich einfach nicht. Du hast einen Strand gemalt. Oh nein, einen Strand! Was denn? Du hast gesagt, ich soll ans Ausbrechen denken. Und dann denke ich natürlich an einen Strand, du nicht? Hä? Die können wohl nicht schwimmen. Averill, Wachen bewachen Tore. Sie bewachen keine Wände, sie bewachen keine Fleischerläden und sie bewachen auch keine Strände. Du wirst jetzt also ein Tor an die Wand malen und eine Wand an das Tor. So bewachen die Wachen eine bemalte Wand, während wir die Wand, die eigentlich ein Tor ist, aufschließen und abhauen. Aber Joe, du Dummerchen, Wände haben doch keine Schlösser. Wände sind eben nur Wände. Ich bring diesen teuflischen Picasso um, der ist ja sowas von dämlich! Er ist ein Niemand, eine Null, ein Hohlkopf, ein Rindvieh, der ist selbst zum A-Machen zu doof! Jetzt bist du aber ein bisschen zu weit gegangen, Joe. Der Niemand macht jetzt einen Pinselstreich, damit das klar ist! Der Niemand möchte seine kostbare Zeit nicht mit einem Kunstmuffel verbringen! Der Niemand verzieht sich! Au revoir! Du hast ihn wohl beleidigt. Keine Sorge, von jetzt an schwinge ich den Pinsel. Okay, ich werde ein Tor malen, das sich gewaschen hat. Sein Stil ist gewöhnungsbedürftig. Mir hat die Fleischerei besser gefallen. Die war irgendwie mehr fleischig. Na also, öffnen wir das Tor und dann nichts wie weg. Sag mal, Soldat, warum bist du nicht auf deinem Posten? Aber ich bewache doch das Tor. Richtig, und was machst du dann da? Das ist das einzige Tor, das es hier gibt. Wo ist nur dieses dämliche Tor? Heilige Lieferung! Hab's gefunden. Nichts wie weg. Ich hätte es wissen müssen. Sperrt die Dalton-Brüder ins Loch und dann schließt das Tor. Sofort! Das war's. Wir kommen hier nie raus. Hey, was macht ihr denn hier drin? Was, du bist auch im Loch? Im Loch? Was für ein Loch? Ich lass nur meiner Fantasie freien Lauf. Soll ich euch etwas rumführen? Ja, bitte, sehr gern. Ja, und so habe ich dann dieses Kunstwerk hier gemalt. Was mich am meisten interessiert, wo ist der Ausgang? Tadang! Und dieses Kunstwerk nenne ich die steile Treppe. Jetzt da lang!
Sie haben die Treppe hinab! Sie sind da lang! Durch die Tür! Tja, und das nenne ich die Tür. Hm? Da sind sie! Nichts wie weg! Es ist vorbei, wir stecken fest! Laufen wir hier lang! Voila! Du denkst wohl, du bist in einem Cartoon! Du bist ja ein so dämliches Rind! Hm? Kommt ihr endlich? Oh! Ja! Wir haben einen Zug gehört. Wart ihr das? Wenn wir euch die Wahrheit sagen würden, ihr würdet sie uns nicht glauben. Wie sieht's aus? Alles erledigt! Ja! Au, warum funktioniert es diesmal nicht? Ich versuch's nochmal. Was machen die denn da drin? Ah, das ist ihr neuester Fluchtplan. Joe glaubt, er wäre in einem Cartoon. So was Dummes. Ah, ein wahrer Künstler wird eben oft missverstanden. Au! Alles klar, er ist weg. Ich möchte gern Peabody's Gesicht sehen, wenn er merkt, dass wir ausgebrochen sind. Verfatz dich, du blöder Mistbock! Hey, Jack, das Ding mit den Hörnern, ist das eine Ziege oder... oder ein Wilder? Das Tier kenne ich, das ist ein Stier! Hallo, mein Hübscher. Planen wir eine Flucht? Guten Tag, Fräulein. Hey, Dorten, ihr seid umzingelt. Das Problem mit diesen Pudeln hier ist, dass sie fusseln wie verrückt. Liebe Gefangene, im Rahmen unseres Rehabilitationsprogramms gibt es heute den Kurs Wie bewirtschafte ich eine Farm? Dazu begrüße ich herzlich Miss Felicity Jane. Oh. Hallo Jungs, ich hoffe, ihr seid Profis. Ja, klar. Sie lernen so gerne. Bei dem Durcheinander können wir abhauen, wann immer wir wollen. Alle hopp. Ja. Zuerst einmal scheren wir die Schafe. Und das machen wir ganz einfach so. Hübsch langsam, vorsichtig, mit viel Gefühl. Alles klar, Jungs? Na dann, wer ist der Nächste? Jetzt sieht keiner hin. Verschwinden wir. Ach, Chihuahuas sind auch nicht besser, nur kleiner und viel lauter. Na los, kommt, Jungs! Hopp! Wollt ihr da Wurzeln schlagen? Ja! Los, wir hauen ab! Diese Bernardiner spielen gerne. Ist ja gut, mein kleines Schnuckelchen. Der große Käfer ist wieder weg. Los, komm, Zeit für ein Bad. Das Schnuckelchen ist ziemlich stark. Das bringt mich auf eine Idee. Oh.
Was soll ich noch mal machen, Joe? Reiz ihn wie bei einem Stierkampf. Er läuft auf dich zu, du duckst dich, er rammelt gegen das Tor. Kapische? Was ist denn ein Stierkampf, Joe? Wink einfach mit dem Tuch. Ja! Olé! Wir beenden unseren Kurs mit einer Einführung ins Rodeo. Jeha! Ja! Mit Brutus. Ihr müsst wenigstens 8 Sekunden auf dem Bullen bleiben. Wer am längsten auf dem Stier bleibt, bekommt von mir einen Kuss. Oh, ich hasse das Land. Hey, du Zwerg, wir waren vor dir hier. Verzieh dich! Ist doch nicht zu fassen. Hey, es riecht hier intensiv nach Flucht. Oh ja, heute Nacht brechen wir aus. Der erste Wettkämpfer, los! Zwei Sekunden, der nächste. Und nun der letzte Kandidat. Ich bitte um einen großen Applaus. Der lässt sich nicht so leicht abschütteln. Das ist der Schlüssel zur Freiheit. Das ist ja unglaublich. 1,5 Minuten. Das ist unser großer Gewinner. Jaha! Ja, dann gehen wir jetzt alle wieder zurück in ihre Zelle. Moment noch. Jaha! Nach Ihnen, meine Herren. Was denn? Jaha! Ich hab dich ja so vermisst, mein Schatz. Was ist denn heute dran? Natürliche Medizin in der Gefangenschaft. Großartig! Langweilig. Ich mache erst mal ein Nickerchen. Mr. Falk, Sie haben uns ein paar sehr interessante Dinge mitgebracht. So ist es, Miss Betty. Das hier sind Verdauungskräuter. Das sind Lachkräuter. Das sind Duftkräuter. Das hier Schlafkräuter. Und zu guter Letzt noch die... Moment. Das ist ein Narkoleptikum, ja? Das ist was für kleine Hexen. Was denn, ein Schlafkraut? Na, da werde ich doch gleich hellwach. Ach, das erinnert mich an das Märchen von Dornröschen. Ich hab einen Plan. Das ist ja nichts Neues, Joe. Wir benutzen dieses Einschlafkraut der Indianer, um unsere Wachen einschlafen zu lassen. Wir müssen uns nur davonschleichen, während die Wachen narkotisiert sind. Ich kapier's nicht. Ich auch nicht. Wir lassen alle hier einschlafen und machen eine Fliege. Zuerst mal brauchen wir Gasmasken für uns. Clever, was? Also, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Das ist genial. Aber ich weiß nicht, wozu das gut ist. Auf die Plätze!
Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich fühle mich heute irgendwie befeuert. Hey, Kumpel, los, komm, spiel ein bisschen mit mir. Das war ein Strike. Endlich ein paar Strike-Kumpels! Hey, Jungs! Hey! Oh, 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 hey! Los, los, los! Los, ich bin... Nicht schlecht, oder? Wartet! Ich kann das noch viel besser! Schlüssel! Wer hat den Schlüssel? Ich nicht! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Aufgepasst! Hey, passt mal auf! Lustig, was? Seht euch Rantanplan an! Ich glaube, er versucht uns was zu sagen! Weißt du, wo der Schlüssel ist? Der Schlüssel ist! Der Schlüssel! Der Schlüssel ist! Hör auf, rumzuhecheln! Kumpels! Averill, das nächste Mal behältst du deine Gedanken für dich! Los, suchen wir den Schlüssel! Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Wo haben Sie ihn versteckt? Hast du ihn gefunden, Joe? Nö. Hey, das sieht lecker aus! Averill, nein! So eine Matschbirne! Aua, aua! Tja, wir müssen ihn durchsuchen. Wer macht's freiwillig? Vielleicht sollten wir im Büro vom Direktor suchen. Hä? Wo ist dieser dämliche Schlüssel? Ich darf nicht sagen, dass der Schlüssel in der Truhe im Aquarium ist. Ich darf's nicht sagen. Hey, Kumpel! Wollt ihr mit mir spielen? Lass uns in Ruhe, Peter! Aha, riecht ihr den süßen Duft der Freiheit? Hey, wirf den Ball! Pfötchen, darf ich dir Pfötchen geben? Wie sind denn die Fußballergebnisse? Oh nein, die Boston Coyoten haben gegen die Minnesota Schakale gewonnen. Schon wieder. Also, ihr seht nicht gesund aus. Ich glaube, fabelhafter Falke hat seine Naturprodukte den Milchgesichtern verschachert. Bringen wir sie wieder zurück. Hey, Kumpels, komm zurück! Puh. Mann, ich hab heute vielleicht Feuer unterm Hintern. Wir sind frei! Na, wer ist der König der Ausbrecher? Das war der erste gelungene Versuch. Halt die Klappe, du Idiot. Wenn du mal was anderes lesen würdest als Comics, würdest du es verstehen. Ja, richtig. Ich fliehe mit meinem Comic. Deine Fluchtpläne funktionieren ja sowieso nie. Oh, haltet mich auf, bevor ich ihn massakriere! Was
Siehst du, hab ich doch gesagt. Klappe und lauf, Avery! Das ist ja ein Außerirdischer! In Frieden nicht kommen, ich durch das Weltall gereist sein. Wieso spricht denn der so komisch? Wow! Auf eine spezielle Mission ich wurde geschickt. Diesen Planeten studieren ich muss. Alles klar, und verschwinden wir jetzt müssen. Es gibt Reispudding zum Frühstück! Wirklich? Wunderbar! Das ist also euer Komplize. Ihr werdet von Mal zu Mal besser. Aber wir kennen ihn gar nicht. Er ist ein Außerirdischer. Ja, das ist unser Komplize. Er ist ein guter Kumpel von mir. Schön, dann kommt ihr in dieselbe Zelle. Ist ja merkwürdig. Dieser Mann erinnert mich an jemanden. Dalton. Joe Dalton. Und du? Ratschni Krudeldi Kopfrutschni Buddy. Wir nennen dich George, das ist einfacher zu merken. So, und was führt dich hierher? Mission, ich geschickt wurde. Vergiss mal deine Mission. Ich habe eine bessere Idee. Ein Abenteuer, ein echtes Abenteuer. Wie viele Plätze hast du in deinem Raumschiff frei? In Frieden, ich komme. Ich durch das Weltall gereist sein. Der geht mir langsam auf die Nerven, wenn er immer dasselbe quatscht. Ich will nur dein Fluchtfahrzeug, kapische? Sollten wir nicht erst fragen, wie das Ding funktioniert, Joe? So, das war's. Ich mache eine kleine Führung und dann heben wir ab. Das ist die Spülung. Das Bett. Das Fenster. Tür. Wand. Und das ist eine Laune der Natur. Danke fürs Kompliment. Sehr nett von dir, kleines Zebra. Das Mädchen. Ich bin sicher, ich habe das Gesicht schon mal irgendwo gesehen. Okay, das war alles. Können wir gehen? Ein Problem es noch gibt. Ein Problem? Was für ein Problem? Gummibandmaschine kaputt gegangen sein. Avril, schlüpper her. Echtes Abenteuer beginnen kann. Ja, aber unseren Plan wir etwas ändern. Weiß jemand, wie man das Ding fliegt? Das ist echt lustig, George. Wir hätten dich beinahe vergessen. Sag mal, wie fliegt man dein Flugdingens eigentlich? Den Zerebralempfängerhelm du tragen musst, denken du musst, dann das Raumschiff du fliegen wirst. Der Zerebralempfängerhelm das hier ist, so du ihn aufsetzen musst. Ja, na, das ist doch ein Kinderspiel. Oh, meine Hand ist schon wieder ausgerutscht. Tut mir leid. Los, denk nach. Es funktioniert! Superhirn nein, Langfinger nein, Georgie auch nicht, Feuermax. Ich wusste es! Der verrückte Roswell! Ein Verrückter, der aus der Anstalt geflohen ist! Er baut verrückte Maschinen und glaubt, er kann sie mit Hilfe seiner Gedanken fliegen lassen! 12 Insassen sind mit seinen Prototypen umgekommen! Er gehört in die Irrenanstalt! Wir müssen ihn zurückbringen, bevor hier was in die Luft fliegt! Die Dotens fliehen! Alarmstufe rot! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Wir haben ihn im Spind gefunden! In Frieden, ich komme. Durchs Weltall gereist ich sein. Hör auf rumzulabern, verrückter Roswell! Du bist aufgeflogen. Wenn du ein Alien bist, dann bin ich ein Balletttänzer. In Frieden, ich komme. Durchs Weltall gereist ich sein. Tja, er muss uns helfen, die Dotens zurückzubringen. Thank you.
Wir fliegen zurück! Jungs, ich brauche hier mal eure Hilfe! Denkt intensiv! Los! Intensiver! Moment, Jungs! Vier Hirne sind besser als drei! Denk nie wieder! Nie wieder! Hast du verstanden? Dortens, raustreten zum Hofgang! Oh, wir haben wohl ein bisschen zugenommen, was, Dortens? Tja, wir genießen eben das Leben. Nicht so offensichtlich, Averill. Schön unauffällig. Mann, diese blöden Maulwürfe. Wir müssen was dagegen tun. Das ist ein Job für Rotanplan. Das sind Babyberge. Ganz viele Babyberge. Wo sind eure Eltern? Ja, endlich sind wir frei! Averill? Wo ist Averill? Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab weiter als ihr gebuddelt! Wir sind vollzählig! Emmett, die Daltons versuchen wieder zu fliehen. Egal, das schaffen sie ja doch nicht. Haben sie noch nie. Schnarchnase. Au, wir bringen euch die Hässlichen. Habt ihr Kaugummi? Kaugummi? Die haben uns für ein paar Kaugummis eingetauscht. Wir sind Kriminelle. Auf uns sind tausende Dollar ausgesetzt. Schon möglich, Joe, aber Kaugummi schmeckt gut und Geld schmeckt gar nicht. Wer kommt in die Nebenzelle, bis die Löcher verstopft sind? Die ist noch frei. Wie habt ihr das angestellt? Wir haben ein Loch in die Wand gemacht und da haben wir die Erde aus unserem Fluchttunnel durchgeschoben. Sag ihnen doch gleich noch, womit wir gegraben haben. Mit den Löffeln, die wir aus der Kantine geklaut haben. Das verstehe ich nicht. Warum haben die uns unsere Löffel weggenommen? Hey, nicht verkrampfen, Joe. Ich massiere dich. Oh, das ist gut. Ja, das ist gut. Okay, das reicht. Massiere mich später weiter. Mir geht's schon wieder besser. Womit graben wir denn jetzt, Joe? Wir haben ja noch die Gabeln. Aber diesmal sind wir schneller, weil wir nur noch ein einziges Loch graben. Ein Loch für alle vier? Wer ist jetzt dran? Komm runter, Joe. Her mit der Gabel. Oh. Welcher ignorante Idiot hat meinen Kessel mit Erde gefüllt? Oh. Die
Daltons tun das schon wieder. Die Indianer werden sie wieder zurückbringen. Ja, aber unser Kaugummi-Budget ist explodiert. Wir haben es fast geschafft, Joe. Perfekt, ich bin wieder dran. Weißt du, Joe, ich habe alle Tunnel, die wir gegraben haben, seit wir hier sind, gezählt. Es waren genau 7074. Ja, und? Das ist eine ganze Menge. Zerbrich dir nicht deinen hässlichen Kopf, Einstein. Schärf lieber diese Gabeln. Ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab, 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 ab. Ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab. Und strecken. 1, 2, weiter und weiter. Sehr gut, sehr gut. Und runter und hopp. Und runter und springen. Bravo. Aufhören, die Babyberge kriegen ja Angst. Ah! Alles okay, hast du dir wehgetan? Wo sind wir? Ah, eine Riesenwespe. Hab keine Angst, kleiner Babyberg. Ich werde dich beschützen. Ah! Joe, alles okay? Wir müssen wieder Gabeln kaufen. Wo sind die denn alle hin? Und atmen! Ein Loch? Aber nur ein klitzekleines. Unsere Löcher! Die klauen uns unsere Löcher! Die Gefangenen versuchen zu fliehen! Alarm! Meine Kunden und mein Profit! Kommt, wir hauen ab! Das wird mich eine Menge Kaugummi kosten. Ja, wir sind frei, frei! Die Daltons haben ein gutes Timing. Bis eure Mitgefangenen wieder zurück sind, werdet ihr euer Gefängnis wieder neu aufbauen. Wow, guck mal, Junior, wir haben deine Mami gefunden.